Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kritzelpixel Art Academy Atelier. Ich habe es immer noch nicht geschafft, meine Daten und Materialien zu sichten und zusammenzuschneiden zu einem neuen Speedart Kritzelpixel. Aber ich bin dran. Ich habe momentan recht viel Inspiration auch zum Zeichnen und habe wieder recht viele Gaia Online Avatare rausgesucht, die ich ganz gerne zeichnen möchte. Aber heute gehen wir erstmal weiter, ganz entspannt, in der nächsten Lektion beim Einsteigerkurs. Ihr erinnert euch an unsere Tomate, ja. Ihr erinnert euch an unseren Apfel und den Bonsai, ja, das war ganz cool. Jetzt gehen wir weiter zu Lektion 2, Lilien. Erweitere deinen Horizont durch Verwendung eines uralten Werkzeugs bei dieser Formstudie. Material Zeichenkohle. Na dann, auf zur Kohle, 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 Falara, Kohle, Kohle, Tralala. Ha, ich liebe die Musik. Wie gesagt, ich wünschte, sie wäre durchgehend. Vielleicht kann ich ja für diesen Fall sogar im Hintergrund ein bisschen Musik raussuchen. Was für ein wunderschöner Morgen. Mir scheint fast, dass sich mein Atelier mittlerweile auch auf dem Bereich außerhalb meines Häuschens erstreckt. Hier draußen finde ich oftmals Motive für meine Bilder. Diese Lilien sind beispielsweise ein ideales Motiv für unsere heutige Lektion. Lass uns ein paar pflücken und sie mit hineinnehmen. Das ist auch immer so alles so schön gestaltet drumherum, so elegant. Sie wirken auf den ersten Eindruck eher schlicht, aber ihre rohrenförmigen Blütenblätter können uns viel über Formen beibringen. Ich habe sie vor einem dunklen Hintergrund platziert und mit einer starken Lichtquelle ausgeleuchtet, damit wir uns unter Zuhilfenahme von Zeichenkohle an einer tonalen Zeichnung versuchen können. Eine tonale Zeichnung ist eine einfarbige Zeichnung, bei der das Verhältnis von Licht und Schatten im Mittelpunkt steht. Genau die richtige Übung für heute, wie mir scheint. Lass uns beginnen! In Stufe 1 skizzieren wir die Konturen und die Schatten der Lilien. Oh Gott, das kann ich doch wieder nicht. Ja, jetzt wird wieder diese Strichtechnik angewandt. Lass uns mit dem Skizzieren der Proportionen der Lilien beginnen, um ein Gefühl für unser Motiv zu bekommen. In unserer vorherigen Lektion haben wir zuerst nur ein paar gerade Lilien eingezeichnet. Das tun wir auch diesmal. Aber zuerst sollten wir das Gitternetz aktivieren. Aha. Ja, sollten wir. Folge danach meinen Vorgaben auf dem Gamepad, um den HB-Kohlestift Fusain auszuwählen. Diese Stifte haben eine scharfe Spitze und eignen sich daher sehr gut für leichte Skizzen. Okay, das bedeutet, ich... Videogerät, Zeichenkohle, HB, kleine Spitze. Sehr gut. Zuerst zeichne ich gerade Linien, um die allgemeinen Formen und Größen der Lilien und ihrer Stängel festzulegen. Na, dann machen wir das doch mal. Ob ich das diesmal auch so gut hinkriege? Wenn ich mich ein bisschen konzentriere, klappt das vielleicht sogar. Das sind ein paar einfache Lilien. Das sollte doch wirklich möglich sein, die Linien dafür zu ziehen. Diese einfachen Formen, die ich für die Proportionen einzeichne, nennt man auch Konstruktionsformen. Ein verhältnismäßig simpler Anfang wie dieser ist eine gute Grundlage für ein kompliziertes Bild. Aber jetzt bist du dran. Oh, Schreck. Ja, ich bin dran. Das wird ja was. Du bist an der Reihe. Das geht da so durch. Bin mir nicht sicher, ob ich das so hin... Also, man trifft einfach mit dem Stift die Linie nicht so, wie man sie treffen will. Da kannst du machen, was du willst. Es klappt einfach nicht so gut. Und dann werden die schief und schräg und krummelig. Das ist jetzt so richtig gewesen. Ich glaube eher weniger, ne? Also das Zweierkästchen hier haben wir den Stiel. Und der geht bis da oben durch. Die Lilie kommt dann hier so durch. Und dann wäre das eher mehr so hier so. Ja, dann hätte ich ganz gerne nochmal den Radiergummi, ja.
Dankeschön. Halt, Moment, den Radiergummi etwas größer. Dankeschön. Weil das ist ja... Ja, ich habe ja, also es hieß ja, man soll hier so in ganz schlanken, einfachen Linien arbeiten, ne? Vielleicht hier noch so ein bisschen die Spitze da rausbringen. Das ist hier der Stängel. Zack, zack. Lasst uns mal gerade gucken. Das hat er gemacht, das habe ich gemacht. Das hat er gemacht, das habe ich gemacht. Das ist also doch zu schmal. Das ist so nicht einfach, ganz ehrlich. Die stimmt ja schon mal. Ich habe irgendwie mit der da unten voll die Probleme. Ey, ich mach die jetzt doch mal weg, so. Ich habe irgendwie mich bei den Kästchen verzählt. Mal wieder. Die eine hat ja funktioniert. Die eine ist ja voll schön geworden. Da habe ich sie. Hier endet das. Das geht da so durch. Bis hier rüber. Aber da so vorbei, dann hier lang. Dann... irgendwie hier so sehr stark schmaler werdend und dann ich glaube, jetzt sieht es schon eher, das ist seins, das ist meins. Ach, guck mal, ganz so kacke ist es doch jetzt gar nicht geworden. Ja, Mensch, weiter geht's. Super, man kann anhand der Skizze die Linien schon in diesem frühen Stadium erkennen, nicht wahr? Ja, nee, eigentlich nicht. Viel Fantasie vielleicht. Nun lass uns eine detaillierte Kontur zeichnen, indem wir uns den Bereich rund um die Linien Lilien anschauen. Man nennt diesen Bereich auch negativen Raum. Der negative Raum verrät dir möglicherweise etwas über die Form eines Objekts, das dir zuvor noch gar nicht aufgefallen ist. Wir verwenden weiterhin den HB-Kohlestift Fusain, um die Konturen zu skizzieren. Du verwendest bereits das richtige Werkzeug. Ui. Na, gut. Lass uns den Umriss der Lilien zeichnen, indem wir die Konstruktionsform als Leitfaden verwenden und den negativen Raum einsetzen, um die Details der Kontur zu bestimmen. Ja, Mensch. Es wird jetzt also hier auch nur wild skizziert, ne? Der trifft immer so viel besser die Lilien gerade. Lilien. Also ich kann die Blumen jetzt noch nicht so direkt erkennen, aber ja. Zeichne deine Linien ruhig lang und locker. Sieh es eher als Zeichnen einer wohlproportionierten... anstelle einer überaus präzise gezeichneten Blume. Gut. Dann wollen wir mal die Blume wohl proportionieren. Ei. Okay. Das ist dann hier so ein bisschen runder. Und das geht dann hier so ein bisschen rein. Dann haben wir hier den Stängel, den ich so ein bisschen falsch gezeichnet habe, aber es geht. Ich drücke jetzt hier einfach ein bisschen fester auf. Oh, das ist schon wieder... Kann ich einen Schritt rückgängig machen? Ging das? Ja. Weil er schon wieder nicht da aufdrückt mit der Stiftspitze, wo ich hindrücke eigentlich. Weil das natürlich hier nicht perfekt kalibriert ist. Da macht man dann halt mal eher Fehler. Nein, ich habe nichts. Nein, das ist brav. Doch, das. Also, meine Zeichnung kann man schon eher erkennen, was es mal werden soll. Hier ist ein Detail. Hier wälzt sich das Lilienblatt ein Stück. Das würde ich dementsprechend auch noch ganz gerne vernünftig einzeichnen. Hier den unteren Bereich nicht vergessen. Ist ein bisschen dicker einfach alles.
Spitze der Lilie. Über das Lilienblattes. Also das hier oben gefällt mir jetzt noch nicht so. Solange wir es noch korrigieren können, machen wir das mal. Oh, ist schon wieder so still. Das hier oben ist noch nicht ganz ausgereift. Der Bogen stimmt nicht. Den Bogen, den wir hier machen, den habe ich nicht richtig eingezeichnet. Das ist nämlich mehr hier so ein Höcker dann. Es geht auch nur bis dahin. Ich radiere jetzt gleich einfach das weg, was zu viel geworden ist. Oder am besten gleich wieder alles, weil es schon wieder grauenvoll aussieht. Aber wir kommen dem näher. Ja, man kann ja auch nicht immer alles auf Anhieb richtig machen. Och, jetzt habe ich wieder dieses Problem, dass ich hier weiter oben aufdrücken muss, um auch wirklich das zu erwischen, was ich da malen möchte. So. Ja, jetzt vergleichen wir nochmal TV-Bild. Seins? Meins. Ich sag doch, wir haben hier die... Die stimmt nicht, die Blume. Die stimmt einfach nicht. Und ich kann nicht sagen, warum ich das nicht hinkriege. Warum ich das auf der Seite nicht hinkriege. Ich verstehe es nicht. Die stimmt einfach überhaupt nicht. In keiner Weise. Und wir haben doch hier sogar das vor uns mit Gitter und allem drum und dran. Ich frage mich, warum ich das nicht hinkriege. Das macht mich immer fertig. So. Das hier ist da das obere Ende. Und dann haben wir hier einen Punkt, wo sie sich treffen. Und da einen Punkt, wo sie sich treffen. Und hier ist quasi Schluss. Dann geht es da unten durch. Es muss doch dann, wenn man die Linien da miteinander verbindet, automatisch die richtige Form ergeben. Ja, okay, ist okay, ist gut. Ja, ist okay. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Ach, Pokémon Snap. Wir bleiben weiterhin beim HB-Kohlestift und skizzieren mit ihm die Schatten. Ja, ich verwende bereits das richtige Werkzeug, denn ich bin vorbereitet. Erkennen wir komplexe Schatten auf einer Oberfläche? Oberfläche, nicht Oberfläche. Ist es meist eine schlechte Idee, zuerst nur die Form der Schatten zu skizzieren? Diese ursprüngliche Skizze der Schattenform wird uns beim Schattieren einer Punktogenauigkeit eine große Hilfe... Diese ursprüngliche Skizze der Schattenform wird uns beim Schattieren in Punktogenauigkeit eine große Hilfe sein. Lass uns beginnen. Oi. Ich skizziere also jetzt quasi erstmal die Bereiche der Schatten ein, um mir die Flächen mehr zu verdeutlichen. Das sieht sehr wild aus. Gut. Und das soll ich jetzt hinkriegen, ja? Und mach dir nicht so viele Sorgen um jedes kleine Detail. Allgemeinere Formen sind in diesem frühen Stadium der beste Ansatz. Wenn du Schwierigkeiten beim Erkennen der Schatten hast, trübe deinen Blick etwas, indem du die Augen zusammenkneifst. Das sollte die Töne des Motivs besser erkennbar machen. Oder ich setze einfach meine Brille ab. Du bist an der Reihe. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dann mach mir das gerade mal hier ein bisschen größer, damit ich auch ein bisschen mehr davon sehe. Irgendwie ist das so dunkel. Sekunde, ich habe da eine Idee. Ich mache das mal ein bisschen heller. Danke, Livecam. Aha, so sieht das gut aus. Ich soll jetzt die Schatten einskizzieren. Bist du dir sicher?
Da ist Schatten. Hier ist Schatten. Hier ist Schatten. Das ist vollkommen falsch. Hier. So. Da. Warum hat denn der so komischen Schatten da eingeschaltet? Ja, also meiner ist viel besser als von dem sein Schatten, ey. Voll viel besser. Mein Schatten ist voll viel realistischer. Kann man erkennen, dass das Linien sind? Also bis jetzt bin ich damit noch ein bisschen skeptisch. Fusch. In Stufe 1 haben wir die Konturen und Schattenformen der Linien skizziert. In Stufe 2 wird es Zeit, dass wir den Linien etwas Tiefe und Form geben und damit unsere zweidimensionale Skizze in eine dreidimensionale Zeichnung verwandeln. Okay. Lass uns damit beginnen, den Hintergrund auszufüllen, um auf diese Weise den dunkelsten Ton unseres Bildes zu etablieren. Also schwarz ausmalen kann ich. Das Gitternetz benötigen wir eigentlich nicht mehr. Lass es uns also ausschalten. Okay. Für diesen Schritt benötigen wir auch ein weitaus weicheres Werkzeug. Lass uns also zur komprimierten Zeichenkohle greifen. Okay. Dick und flauschig. Juhu. Bisher haben wir einen Kohlestift verwendet, den ich während meiner Studien in Paris entdeckt habe. Man nennt den Fusain. Er ist hart und leicht, eignet sich somit also perfekt für zarte Striche. Komprimierte Zeichenkohle dagegen ist weich und dunkel. Sie eignet sich hervorragend, um eine Menge Pigmente aufs Papier zu bringen und ist außerdem die dunkelste Zeichenkohle, die uns als Teil unserer Werkzeuge zur Verfügung steht. Den Hintergrund mit der komprimierten Zeichenkohle auszufüllen, wird uns entscheidend dabei helfen, den negativen Raum zu erkennen. Na, das kriege ich doch ganz bestimmt nicht auf die Reihe, ohne überall drüber zu malen. Ja, auch nicht. Ja, das kann mir gut vorstellen, wie das funktionieren soll mit dem Ausmalen. Das ist sehr grob. Aber Kohlezeichnungen leben ja auch oft durch ihren groben Charme. Eine einfache Zeichnung wie diese könnte man auch negative Raumzeichnung nennen. Es ist in etwa so, als ob man die Form einer Silhouette zeichnen möchte. Ach nee! Ich ja, ich, okay, warum? Ach du Schreck, das könnte jetzt eine ganze Weile dauern. Haben wir nicht irgendwie schöne Musik im Hintergrund dafür? Irgendetwas, was man passenderweise nehmen kann? Och nee, Toad, das war jetzt keine Aufforderung, um mitzusingen. Oh, das ist mein Lied! Nee, Toad, wirklich nicht. Wenn ich deinetwegen jetzt über die Zeichnung drüber hinaus male, weil ich irgendwas falsch mache, ja, dann landest du aber für immer im Regal. Das sage ich Prinzessin Peach! Mhm. La, 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 la. Du darfst mitsingen, aber ich nicht. Ja, Toad, das ist halt so eine Sache. Vorsichtig. Ich das jetzt einigermaßen. Das ist halt hier so ein bisschen schlanker eigentlich. Mir egal, was du sagst, ich sing mit. Wir können jetzt bloß keine Fehler machen. Alles gut, hab mich drüber gemalt, nichts passiert. Puh. Einfach gedrückt halten und erst später absetzen, wenn man sagt, es passt. Ansonsten kann man nämlich wenigstens einen Schritt noch rückgängig machen.
Oh, Toad, bitte nicht. Ich versuche mich hier gerade zu konzentrieren. Okay. Puh. Oh nein, es fängt wieder von vorne an. Wir haben es gleich. Gleich haben wir es. Nee, irgendwie ist es so ein bisschen verkackt mit dem Teil. Passt schon. So, dann dieses gefäßförmige noch herausstreichen. Doch, ich finde, das sieht richtig gut aus. Doch, doch. Doch, 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 das können wir so lassen. Das sieht richtig gut aus. Jo, weiter geht's. Ja, nein, meinte, weiter, ja, alles gut. Sehr gut, nachdem wir den Hintergrund ausgemalt haben, verfügen wir nun über zwei Töne, das Weiß des Papiers und das Schwarz des Hintergrunds. Jetzt wird es Zeit für einen Mittelton, damit wir den Lilien etwas mehr Form geben können. Ich will nur mal Linien sagen und dann kommt Lilien raus und dabei steht diesmal wirklich Lilien da. Lilien ist auch ein schwieriges Wort. In der vorherigen Lektion haben wir gelernt, dass unsere Kontur ohne die Präsenz des Lichts nichts weiter als zweidimensionale Formen sind. Durch das Hinzufügen von Licht und Tönen ist es uns aber möglich, eine dreidimensionale Form erscheinen zu lassen. Man nennt dies auch Modellieren. Ja, ich meine, es ist ja nicht dreidimensional. Wir gaukeln unserem Auge nur durch das intelligente Nutzen von Licht und Schatten vor, es wäre ein dreidimensionales Objekt. Versteht ihr? Jede Form, egal wie kompliziert, kann in Flächen aufgeteilt werden, um uns auf diese Weise Details zu ihrer Oberflächenstruktur zu verraten. Das, was ich euch immer sage, Hilfslinien und Hilfsgitter malen, ja? Ne? Also egal wie komplex und kompliziert eine Figur auch ist, auch im 3D-Modelling baut man erstmal oft auf Dreiecken und Rundungen basierende Objekte, die dann schon mal ähnlich agieren. Denkt an ein Kartenhaus. Einzeln sind die Karten nur eine Ansammlung von Flächen, aber zusammen ergeben sie ein Gebilde. Genau das ist einer der sehr guten Punkte, weswegen man auch mit Bauklötzen und Legosteinen eine Menge über Kunst lernen kann. Indem wir die Lilien in Flächen aufteilen, bekommen wir ein besseres Verständnis dafür, wie sich das Licht auf die Oberfläche auswirkt. Und wenn ihr etwas malt oder abzeichnet, sei es eine Manga-Figur, sei es was Realistisches, macht das immer am ideal im Computer natürlich mit einer extra Ebene, das haben wir ja schon probiert zusammen und geübt in meinen Zeichentutorials, oder halt mit einem ganz zarten hellblauen Stift, weil wenn ihr später etwas einscannt oder mit dem Kopierer benutzt, könnt ihr diese hellblaue Farbe gut verschwinden lassen, dann kann man sich das ein bisschen einskizzieren. Ne, hier ist wunderbar das dreidimensionale Gitter dieses, der Lilie dieses Objekts eingezeichnet. Wie du sehen kannst, sind die Schattenformen, die wir zuvor gezeichnet haben, die Flächen, die am weitesten von der Lichtquelle entfernt sind. Lass uns jetzt die Weidenkohle verwenden. Sie ist etwas dunkler als Fusain und eignet sich hervorragend für schöne Grautöne. Okay, dann nehmen wir jetzt die neue Zeichenkohle und das ist in dem Fall... Ach ja, der Klassiker. Ach du Schreck. Mit diesem Mittelton schattieren wir nun die Schattenform unserer Lilien. Na, dann mach mal vor. Oh, Schreck. Oh, Schreck, ist das ein grober Stift. Ah, das wird ja interessant. Na, das krieg ich schon hin. Alles gut, das krieg ich hin. Huch. Das ist die Musik, die im Hintergrund noch läuft, gerade mal kurz irgendwie umgesprungen. Sorry.
Bei einer tonalen Zeichnung kann jede Tonveränderung auf eine Änderung der Form- oder Oberflächenstruktur hindeuten. Versuche also innerhalb der Schattenform zu bleiben, die wir zuvor skizziert haben. Hoffentlich erinnere ich mich noch, wie genau ich das gedacht hatte. Nimm dir für diesen Schritt genug Zeit. Weidenkohle kann einen Bereich schnell verdunkeln. Setze sie also sparsam ein. Ja, ist die Mucke wieder weg. Ich wollte, vielleicht können wir... Akustik können wir irgendwie nur auch, ich will auch Pianomusik dafür haben zum Zeichnen. So, ich bin an der Reihe, sagt er wieder, ja? Ist das so? Ach du Schreck. Oh, hallo, da sieht man mich. Irgendwie ist das ein bisschen, danke, zu krass, was die, Helligkeit angeht. Oder zu krass, was den Kontrast angeht. Können wir den Kontrast niedriger machen? Hier sieht man jetzt die Konturen. Okay, ich muss das immer ein bisschen anpassen mit der Webcam, weil es halt nicht so einfach ist. Okay, Oh Gott, ich kann mit der nicht arbeiten. Oh, Schande. Oh Gott, die ist ja furchtbar. Wie hat er das nochmal? Er hat diese Bereiche verdunkelt. Oh Gott, die sieht ja schrecklich aus. Ich will aber nicht, dass es schrecklich aussieht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Okay. Oh Mann. Jetzt ist es sinnvoller, ich packe das hier drüben hin. So sinnvoller, glaube ich. Das gibt es nicht zufällig in einer kleineren Spitze. Ist mir egal, dass das Spiel sagt, ich soll die benutzen, aber das mache ich nicht. Oh Gott! Oh mein Gott! Geht nicht. Ah, ich kann damit nicht arbeiten. Das ist doch bei ihm nicht so schwarz geworden. Wieso wird denn das jetzt bei mir so dunkel? Kann man nicht auch nochmal nachmalen? Gott, das sieht ja schrecklich aus. Furchtbar. Und schwupp, Bild ruiniert. Ich schaue jetzt gerade mal, ob ich dann nicht eventuell hiermit ein bisschen was retten kann. Doch, es geht. Ist ein Verwischstift. Ist dafür nicht gedacht, aber ich sehe nicht ein, dass mein Bild von schlechter Spielengine zerstört wird. Wäre für mich zu eitel, wenn es ums Zeichnen geht. Vielleicht kommt der Schritt mit dem Verwischstift ja auch noch, aber ich bezweifle, dass der dann viel retten wird. Da das hier prägnantere Konturen sind, bringe ich die jetzt aber auch gerade nochmal so ein bisschen zur Geltung, ja? Ich finde das schön so. Ich finde, die sind in Ordnung so. Das ist völlig okay so. Ja. Ist dir aufgefallen, dass wir das weiße Papier für die Flächen verwenden, die der Lichtquelle zugewandt sind? Ja. Das Weiß des Papiers, der Mittelton und die Schattenform erzeugen gemeinsam nach und nach den Eindruck dreidimensionaler Formen. Jetzt wird es aber Zeit, dass unsere Lilien runder und weicher erscheinen. Dies gelingt uns, indem wir die harten Übergänge der verschiedenen Töne in weiche verwandeln bzw. Farbverläufe erstellen. Die Farbverläufe helfen dabei, den Eindruck sanft geschwungener Formen zu vermitteln, anstatt dem Betrachter das Gefühl zu geben, es würde sich lediglich um eine Ansammlung harter Formen handeln. Na, das wird ja lustig. Zuerst sollten wir uns entscheiden, welche Übergänge wir weicher machen wollen. Kneif für einen Moment die Augen zusammen, um dir bei der Entscheidung zu helfen.
Das ist nicht kompliziert. Ich weiß jetzt schon, wo ich schattieren werde. Ein bisschen detaillierter dann in dem Fall. Hast du bemerkt, dass wir manche Übergänge nicht erkennen konnten, nachdem sich die Form vom Licht abgewandt hat? Man könnte dies unsichtbare Übergänge nennen. Sie treten auf, wenn zwischen den Tonbereichen zu wenig Kontrast vorhanden ist. Wenn du deinem Bild unsichtbare Übergänge hinzufügst, kann es dadurch interessanter wirken und den Betrachter dazu ermutigen, jeden Bildbereich genauer zu erkunden. Der Verblendpinsel ist das perfekte Werkzeug für diese Aufgabe. Wie beim Malen können wir mit diesem Pinsel Pigment über die Oberfläche bewegen. Das habe ich auch schon getan, aus Ermangelung besserem, also nicht den Blendpinsel, aber den anderen halt. Verwende den Verblendpinsel, um Übergänge weicher erscheinen zu lassen und auf diese Weise Mitteltöne zu erzeugen. Diese Technik bezeichnen wir als Verwischen oder Verblenden. Sieh mal, wie ich Bereiche meines Bildes weicher erscheinen lasse und so Farbverläufe und unsichtbare Übergänge erzeuge. Na, dann machen Sie mal. Ja gut, das habe ich ja auch schon angefangen, aber ich bin der Meinung, ich habe das schon früh genug angefangen, weil man sieht, dass das sich hier, also, wenn da jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, würde ich sagen, das ist so grob, dass ich da keine Lilien erkennen könnte, selbst wenn mir jemand sagen würde, dass es Lilien sind. Ich meckere mal ausnahmsweise über den Zeichner und finde mein Bild besser. Das ist ja mal, das ist was Neues. Ja, nee. Sei beim Verblenden vorsichtig, da wiederholte Striche nach und nach das Pigment von der Oberfläche entfernen können. Versuche alle Details auszulassen, die du beim Zusammenkneifen der Augen nicht erkennen kannst. Sag mir nicht, was ich tun soll! Das hier sieht gut aus. Okay, plopp. Blenden wir das wieder ein. Und dann machen wir ein bisschen Wischi-Wischi-Action. Hier, das war ja ein wesentlich härterer Kontrast. Das hier war aber auf jeden Fall ein weicher Kontrast. Na komm schon, verblende dich mehr und mehr. Das klappt noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Ah, zunehmend. Es geht. Das hier war auch nicht so ein harter Kontrast. Das ist mehr auch so nach da drüben übergehend, der Schatten. Hier ist der Kontrast ein bisschen härter. Ich muss nochmal dich dort konsultieren. Hör auf zu blinken. So. So dunkel. Naja, hoffentlich kriege ich das verblendet. Gucken wir mal, ob wir das verblendet kriegen. Schauen wir einfach. Hallo Duda, hallo mittlere Stiftspitze. Ja, das sieht aber ganz gut so aus. Das ist deutlicher. Hier ist auch der Schatten jetzt deutlicher. Moment, ich hatte doch Musik im Hintergrund vorhin noch. Ah, schön. Hey, wildes Fischen! So. Das ist okay. Ich hätte gerne hier das noch ein bisschen mehr verdeutlicht gehabt. So ein bisschen dunkler einfach hier und verblende das jetzt gleich mit dem anderen Wischstift. So, jetzt brauche ich wieder den Fetten. Hallo Fetter. Ja, ja, also es ist doch, ich finde, ich habe das ganz gut gemacht.
Kann ich das hier oben? Ja, da kommt jetzt die Dreidimensionalität dieses Objekts gut zur Geltung. Jetzt brauche ich nochmal Zeichenkohle. Wenn es geht, dichter. Okay, das war die falsche. Ich wollte es gerade sagen. Hey, Moment, das war doch gar nicht die. Hä? Doch, das ist super. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das ist schön. Und mein Internet ist gerade abgestürzt. Das ist auch toll. Das ist schön. Ich mag es, wenn mein Internet abstürzt. Das ist gut. Das ist, danke. Dankeschön. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, Jobs dann. Wusch. In Stufe 2 haben wir dem Bild dunklere und Mitteltöne hinzugefügt und unser Motiv durch Verblenden räumlicher erscheinen lassen. In Stufe 3 bereinigen wir unser Bild und geben ihm den letzten Feinschliff. Damit haben wir uns gebührend um Form und Töne gekümmert. Wir kommen gut voran. Lass uns nun sowohl die dunkleren als auch die helleren Bereiche verfeinern, um die Zeichnungen der Lilien präziser wirken zu lassen. Also ich habe das schon sehr gut gemacht. Oh, wie geil! Popartfass, schön. Das ist ein bisschen, hier, wie heißt er? Ah, Mann, ich war sogar noch in der Ausstellung in Hannover, als sie da war. Verdammt berühmter Pop-Art-Artist und mir fällt sein Name nicht ein. Oh, ich kriege Kopfschmerzen. Hoffentlich erklärt er mir das gleich. Obwohl ich verrückte Farben eingesetzt habe, kann man trotzdem meine Handschrift erkennen. Das liegt schließlich daran, dass ich die hellen und schattigen Formen präzise gezeichnet habe. Die Besonderheiten jedes Tonwerts herauszuarbeiten, ist der Schlüssel, um jegliche Art von Form glaubhaft zu machen. Oh Gott, ich komme nicht auf den Namen. Oh Gott, das muss mich den ganzen Tag verfolgen. Ich muss gleich unbedingt googeln. Wie heißt der denn noch? Andy Warhol! Oh, Gott sei Dank. Das ist Andy Warhol-Style. Voll gut. Ich hätte sonst den ganzen Tag nicht schlafen können. Hierfür setzen wir am besten das französisches Wortleder ein. Es übernimmt die Aufgabe eines dezenten Radierers und eignet sich großartig, um Kohlestiftzeichnungen anzupassen. Naja, da bin ich ja jetzt noch nicht so von überzeugt, aber nehmen wir mal den schmierigen Lappen. Sieh mir dabei zu, wie ich das Blablabla-Leder dazu verwende, die helleren und dunkleren Formen meines Bildes anzupassen. Dabei versuche ich aber, nicht so viele Übergänge zu erzeugen. Na dann. Achso, er verfeinert jetzt die Linien quasi nochmal. Das habe ich aber eigentlich schon so ganz gut. Also ich fand, das habe ich ganz gut gemacht. Ja, also so viel besser hat es das jetzt auch nicht gemacht. Ist okay. Jetzt sieht's nach Lilien aus. Vorhin sah es noch nicht nach Lilien aus. Jetzt geht's langsam. Die Licht- und Schattenform korrekt darzustellen ist sehr wichtig. Dieser Schritt kostet mich mehr Zeit als alle anderen. Nimm dir also Zeit und versuche, auf die Proportionen zu achten. Na, dann nehme ich mir mal mehr Zeit und versuche, auf die Proportionen zu achten. Ich bin an der Reihe, ja? Dann arbeite ich auch mal hier die Lichter heraus. Ebenfalls hier an dieser Stelle die Lichter herausarbeiten. Das war ja hier nochmal ein wichtiger Punkt. Ebenfalls vom Blatt. Das hier unten noch. Aber ansonsten wäre es mehr so, dass wir hier noch tiefe Töne bräuchten. Dafür nehme ich jetzt mal den B-Stift. Weil ich finde, dass das hier noch angepasster werden müsste. Das ist ein bisschen zu dick. Hey, also zu krass.
Okay, der ginge, wenn ich jetzt ganz vorsichtig damit umgehe. Weil das hier oben ist ja nun mal dunkler als der Rest dort. Hier ist noch ein bisschen mehr Dunkelheit. Hier müssten wir auch noch ein bisschen mehr Dunkelheit bringen. Und die Straffur dieses Stifts bringt uns die Formen der Lilie noch ein. Weil die Lilie ist ja, es ist ja nun mal eine, so, eine Blume, die eine Pflanzenfaser hat. Und dementsprechend habe ich die jetzt nochmal mit den Konturen hier betont. Gucken wir doch mal, wie das ist, wenn man den hier oben benutzt. Fast zu intensiv. Müssen wir ganz vorsichtig mit rangehen. Einmal nur drüber wischen, ganz zart. Hier auch nur einmal ganz vorsichtig drüber. Hier auch. Ebenfalls und hier auch. Hier auch. Wie den HB-Stift. Kann ich diesen Bereich vielleicht aufhellen, indem ich hier wieder mit diesem Flauschestift arbeite? Mal gucken, gucken wir mal. Das sieht doch gut aus. Nicht zu stark die Linien verwischen lassen. Der Schatten hier noch erhalten bleibt. Apropos Schatten erhalten bleiben, da ist auch noch mehr Schatten, um den ich mich jetzt wieder kümmern müsste. Nochmal rückgängig. Okay, der passt. Nein, zu viel. Ist ein bisschen schwierig, wenn man die Zeicheninstrumente hier noch nicht so gut kennt. So, jetzt brauche ich wieder den Flauschestift. Komm her. Ach doch. Bin ich ganz zufrieden jetzt, muss ich sagen. Geht das mal ein bisschen vertuschen? Da unten müssten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr ein Schattendetail bringen. So. Aber doch, fällt mir ziemlich gut. Ich muss es euch jetzt mal in größer zeigen, damit ihr mehr davon seht. Das ist jetzt mein Bild. Also, Moment, das ist das Bild. Das ist sein Bild, das ist mein Bild. Er hat halt hier noch stärker die Grüntöne auch noch mit heraus. Ich finde aber meine Lilien schöner. Ich finde meine Lilien schöner. Fusch. Und jetzt wird es Zeit, dem Bild noch ein paar Akzente zu verleihen. Diese Bereiche werden den größten Kontrast und die härtesten Übergänge haben. Diese Übergänge kann man auch als deutliche Übergänge bezeichnen. Harte Übergänge findet man oft an Stellen, an denen ein deutlicher Unterschied in puncto Farbe und Tonwert besteht. Diese Stellen springen einem oft direkt ins Auge. Das tut doch weh! Setze diese Übergänge sparsam ein, um auf diese Weise die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die wichtigsten Bereiche deines Bildes zu lenken. Okay. Wähle für diese Aufgabe den Haarkohlestift. Okay, Moment, Haar, Klein, Stift, ist gut. Ich werde nun die Übergänge der Blütenblätter zart akzentuieren, um sie in den Fokus des Betrachters zu rücken. Do that. You can do it. Ja. Mhm. Ach ja, doch. Mhm. Siehst du, wie diese deutlichen Übergänge die Aufmerksamkeit des Betrachters auf diesen Bereich lenken? Ja.
Jein. Aber ist okay. Ich verstehe die Idee dahinter. Da dies der letzte Schritt ist, kannst du dir ruhig etwas Zeit nehmen. Geh sparsam mit deinen Details um, um nur die wichtigsten Bereiche deines Bildes zu akzentuieren. Okay, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Achso, ich habe ja das ja schon ausgewählt. Ich akzentuiere gerade. Lasst mich, ich akzentuiere. Kannst aber malen, wie du willst. Da passiert gerade irgendwie gar nichts. So. So vielleicht noch. Ja. Ist okay. Kann man ein bisschen detaillierter mit noch arbeiten. Ist gut. Okay, das ist ein bisschen zu krass. Was könnte man machen? Das rückt die dreidimensionale Form hier nochmal raus. Und dann nehme ich, Ach, jetzt ist die Musik plötzlich wieder da, ja? Willkommen zurück, Internet. Gehe ich hier noch ein bisschen aufs Detail ein. Und, sehen von der Linie hier oben, die noch weg muss. Wäre ich damit fertig und zufrieden? Doch, das gefällt mir. Das finde ich gut. Ja. Fantastisch! Wir haben unsere Linien mit dem Kohlestiften gezeichnet. Lass uns nochmal zusammenfassen, was wir gelernt haben. Zuerst haben wir die allgemeinen Proportionen der Lilien und ihrer Schatten gezeichnet. Ist klar. Danach haben wir die dunkleren Töne und die Mitteltöne hinzugefügt und somit das Weiß des Papiers als hellste Fläche etabliert. Gegen Ende haben wir die hellen und dunklen Formen mit dem Blablabla-Leder verfeinert ein paar deutliche Übergänge hinzugefügt. In dieser Lektion haben wir eine Menge Themen behandelt. Oh ja, wirklich, aber das anhand eines schlechten Objekts. So haben wir zum Beispiel gelernt, wie man ein Objekt in Flächen unterteilt und das Motiv mit Hilfe von Farbverläufen räumlicher erscheinen lassen kann. Jo. Und da waren natürlich noch die unsichtbaren und deutlichen Übergänge, die den Blick des Betrachters führen können. Jo. Ist es nicht wunderbar, dass man mit nur einer Farbe so tolle Kunstwerke erschaffen kann? Gott, das Bild im Hintergrund, nur wie schön. In der nächsten Lektion beschäftigen wir uns damit, wie man Farben am effektivsten einsetzt. Und schon bald werden wir uns mit der Staffelei hinauswagen, um uns mit Landschaften zu beschäftigen. Bis bald! Es war eine sehr wichtige Lektion. Juhu! Ich möchte mein Bild ins Miiverse posten, bitte. Lassen Sie mich ins Miiverse posten. Hashtag Stillleben. Nein, Stillleben. Posten. Bling! Lilien. Komma. Aus. Namensweise mal schöner, Komma als der Meister es selbst konnte. Jo. Wuhu!
Die sehen ja sogar in ganz klein total gut aus. Absenden. Absenden. Yay! Tja, das war's dann auch wieder mit der heutigen Folge von Kritzelpixel. Ich sammle zurzeit immer noch eure Kunstwerke. Ihr wisst ja, unser Twitter-Hashtag lebt auch immer noch. Wir haben, ja, was soll ich sagen, wir haben halt Hashtag Kritzelpixel genommen. Ansonsten könnt ihr mir es einfach direkt schreiben, also einfach @HannibalCookie, das ist mein Twitter-Account, einfach @HannibalCookie schreiben, ja? Das macht das Ganze dann wesentlich einfacher. Ich sammle momentan einfach die Bilder und ich poste dann halt einfach eure Tomaten, eure Lilien, ob es ein Handyfoto ist, ob ihr es runterladet, ihr könnt es ja downloaden, was auch immer. Zeigt mir eure Kunstwerke, zeigt mir eure Bilder, eure Meisterwerke, die ihr in Art Academy gemalt habt. Und dann schauen wir uns die zusammen an und reden ein bisschen darüber. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Animal Crossing? Nein, Animal Crossing Session. Hier, Art Academy? Ja, irgendwie so mehr. Lieber das nächste Mal bei Kritzelpixel. Ich bastel auch momentan Vor- und Abspann, damit wir auch bei Art Academy einen Vor- und Abspann haben, weil ich vermisse unseren Vor- und Abspann so ein bisschen, ja. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir das dann auch wieder integriert haben. Und danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, fürs Mitzeichnen, fürs Bewerten, fürs Favorisieren, fürs Teilen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.